Ja, neues Video, ich bin Ofe von T&T E-Mobility. Moin. Nissan Leaf kennt ihr alle und der liebe Christian hat so einen. Hi. Und wir müssen jetzt Pizza holen, weil ich habe ja Hunger. Ich habe ja nicht immer Hunger, das ist ja mein Problem. Kennt ihr das? Hunger und ein Bierchen geht immer, oder? Naja. Nissan Leaf habe ich noch nie gefahren. Ja, Wahnsinn. Und das möchte ich jetzt gerne mal machen und er hat mich dazu eingeladen, das werde ich auch tun. Jetzt fahren wir nämlich Nissan Leaf. Wird auf jeden Fall Zeit für dich. Du sagst ja, das ist das eines der geilsten Autos, die es gibt, ne? Ja, also es ist auf jeden Fall ein super gutes Auto. Ich habe nie Probleme damit gehabt. Wir sind bestimmt 40.000 Kilometer gefahren jetzt schon. Plus vor und zurück, Kindergarten, Einkaufen und was, aber ein super Auto. Riesen Kofferraum, oder? Nein. Oh ja. Ich kann es jetzt gerade nicht umklappen, aber wenn du den umklappst, hast du echt richtig Platz. Also eine Zoe ist viel, viel, viel kleiner. Und ich verstehe gar nicht, warum da... Das wäre meine nächste Frage gewesen. Warum zieht sie sich nicht so durch die Landschaft der Elektromobilität wie eine Zoe? Ich glaube, das Design ist ein bisschen schwierig. Also diese Froschaugen vorne, also das gefällt mir auch nicht. Hat mir auch damals nicht gefallen, als ich den gekauft habe, aber das war einfach der beste Deal, technisch gesehen. Mhm. Und wir brauchen einfach ein bisschen Platz. So, wenn da halt 5 Leute drin sitzen und noch ein bisschen hinten was, Fahrräder oder was, kriegst du alles rein. Das ist echt. Und ich darf den jetzt fahren? Ja, mach mal. Ich finde das futuristisch hier mit dem Armaturenbrett und so. Ich habe echt noch nie drin gesessen. Das ist natürlich so, jetzt drehen wieder 2 Leute, das ist manchmal ein bisschen doof für euch zu schauen. Aber so ist das nun mal, weil der Christian hat ja auch einen YouTube-Kanal, Stromgarage. Bin ich immer noch neidisch auf den Namen, finde ich so geil. Vor allem dann Intro. Okay, ich habe Zündung angemacht, wir haben hier so einen Startknopf. Und dann geht es hier auch schon gleich das Tacho los. Ich denke, ich kann 125 Kilometer fahren mit der Akkufüllung und der ist voll. Richtig? Fast. Fast? Woran siehst du fast? Ein Balken geht noch. Da oben ist noch einer. Okay, das sieht man ganz schwach, ja. Okay. Alles klar. Du lädst hier nur mit Schoko, habe ich gehört. Also der Leaf lädt mit einer Wallbox, aber da Typ 1 eben nur mit 16 Ampere, das heißt 3,7 Kilowatt maximal. Genau. So. Aber, also ganz ehrlich, das reicht mir völlig. Aber kommt darauf an, wie viel man fährt und wie oft und so weiter. Lösen. Hochziehen. Guck mal, kenne ich zur, nicht. Zur Seite und nach oben. Ah, hier, da sehe ich es auch. So, ne? Alles klar. Dann fährst rückwärts. Und da oben ist jetzt ein Warndreieck an. Warum? Weil du nicht angeschnallt bist. Nee, weil doch, ich nicht bin angeschnallt bin. Ich bin immer angeschnallt. Für schließlich Wissenschaftler. Guck mal, jetzt bin ich angeschnallt, jetzt ist es weg. Und warum piept er jetzt? Ist das das Rückwärtsfahrgeräusch? Das ist, genau. Hört mal. Wo müssen wir hoch? Da? Ja, genau. So was im Weg? Einmal nach Gehör, das ist bei dem Auto. Also, wenn dann gib mal Stoff. Sitzposition, wie immer, ist okay. Ist japanisch. Ne? Die Japaner sind ja alle so. Machen wir die Lüftung 180. An. Oder? Ja, Lüftung an. Achso, hier hättest du links gemacht. Ist egal. Immer noch? Kannst du immer noch. Lüftung an ist zu laut. Ja, machen wir wieder aus. Machen wir Fenster auf, das ist schöner. Wir haben Sommer, wir haben 28 Grad, es ist Anfang Juli 2020. Und es ist Anfang Juli 2020 und ich fahre zum ersten Mal in meinem Leben einen Nissan Leaf. Vom Fahrgefühl hier natürlich jedes Elektroauto. Geradeaus? Wunderbar. Geradeaus, ja. Du hast den jetzt, wie viele Jahre, sagtest du eben? Seit 2016 habe ich den. Ich muss mal nochmal nachdenken. Ja, irgendwie so. Und wir haben den gekauft mit 20.000 Kilometern und haben jetzt, wie ihr seht... 68.684. Genau. Richtig, also das ist genau, also sind jetzt fast 50.000 Kilometer gefahren und das wirklich nur zum Einkaufen und zur Schule und zum Kindergarten und so weiter. Okay, Reichweite. Fangen wir gleich an. Reichweite, du bist Elektroautofahrer, ich bin Elektroautofahrer. Wie ist die Reichweite im Sommer? Er zeigt 125 an. Bringt das BMS die richtigen Daten hier in das Display? Das kommt natürlich wie immer drauf an. Also es ist schwierig, das zu erreichen, das muss ich ganz ehrlich so sagen. Okay. Also gerade wenn du Autobahn fährst, der hat eine Spitzengeschwindigkeit, also nach GPS von nur 140 km/h. Ja. Und wenn du die fährst, dann verbraucht er halt auch mehr und dann funktioniert es nicht gut. Aber man kann halt, ja, ich sag mal, langsam fahren oder Landstraße oder in der Stadt hier links, genau. Dann kriegt man so 100 Kilometer schon gut hin.
Man muss auch dazu sagen, von diesem Kapazitätsbalken, also der da rechts, dieser schmale ist, da fehlt schon einer. Das zeigt im Prinzip die Degradation der Batterie an. Das ist meine nächste Frage. Hast du da einen gemessenen Wert? Ja, ich bin, also es ist schon ein bisschen her jetzt wieder, ein paar Monate. Ich bin irgendwie bei 85% usable. Oder ja, das zeigt er so nicht an. Also, okay, alles klar. Da gibt es diesen Leaf Spy, auch so ähnlich wie diesen Tesla. Scan My Tesla. Scan My Tesla, genau. Und da kann man das auslesen. Und da Rekuperation ist ja gerade nicht so. Wir fahren hier gerade bergab, deswegen nur noch richtig kurz. Das ist verrückt bei dem Auto. Du musst hier nochmal quasi auf D, damit er dann in den sogenannten B-Modus geht. Ist er da jetzt? Da ist er jetzt. Ja, okay. Rekuperiert aber insgesamt trotzdem nicht sehr stark. Ja, das ist beim Ampera genauso. Da gibt es den L-Modus, da rekuperiert er auch mehr, aber auch nicht so stark wie Tesla. Ja, also das ist auch, das stört mich tatsächlich, wenn ich dann viel Tesla gefahren bin und umsteige auf den, dass er einfach nicht stark rekuperiert. Und es ist mir immer nicht klar, weil er jetzt nicht, selbst jetzt, wenn du voll, also vom Gas runter bist, nicht die volle Rekuperation anzeigt. Ja. Das heißt, manchmal, wenn man dann auf die Bremse steigt, rekuperiert er noch mal ein bisschen mehr. Also zeigt mehr Rekuperationspunkte an. Also das ist mir irgendwie auch bei Tesla lieber, dass ich immer weiß, okay, wenn ich nur vom Gas gehe, rekuperiert er, aber halt so viel er kann. Und wenn ich bremse, dann bremst er mechanisch beim Tesla. Und hier ist es irgendwie so ein Mischmasch. Ja, ja, das gibt es ja auch vom Taycan. Du bremst in dem Augenblick, wo du das Bremspedal drückst, rekuperiert das Fahrzeug. Das ist ein System, das kannst du so einstellen, denke ich mal, in der Bremsthematik. Ich sehe hier 15,5 ist der Durchschnittsverbrauch. Ja. Der letzten, wie viel kann ich da so? Da vorne jetzt links fahren. Das ist hauptsächlich mit Sommerrädern jetzt. Also ich habe den irgendwann mal und dann kannst du stoppen oder kannst da reinfahren. Ja. Im Winter braucht der so 18 ungefähr, also auf Winterrädern mit kalt. Hat ja eine Wärmepumpe drin. Ja. Immerhin. Ja. Aber trotzdem braucht man halt einfach mehr Energie im Winter, das ist ja klar. Ja. Okay, aber sehr, sehr futuristisch. Ich finde das echt gut. Das Navi ist auch nur nicht das allerkleinste. Da kann man doch mit leben. Sitzheizung hast du auch? Ja, vorne und sogar hinten. Genau. Also du kannst auch die hinteren, allerdings nur beide an oder beide aus, die zwei äußeren. Und ausschlaggebend war halt damals einfach der sensationelle Preis. Ich habe den für 15.000 Euro gekriegt mit 20.000 Kilometern. Und wenn man jetzt nicht unbedingt wirklich viel Langstrecke fährt, ist das ein perfektes Elektroauto. Echt gut. Okay. Danke. Ja, Lederlenkrad, elektrische Fensterheber, elektrisch anklappbare Spiegel. Du hast ein Tempomat. Du hast beheiztes Lenkrad. Wow. Das ist geil. Ja, habe ich auch in meinem Tesla. Habe ich nicht in meinem Tesla. Dann hast du Klimaautomatik. Ja. Navigation. CD-Player. Oh ja, oldschool. Cool. Bluetooth. Ja, so filme ich natürlich am liebsten. Sonne draußen, kein Wind, herrlich. Ja, ich finde das gut, das Auto, muss ich sagen. Ich habe die gesehen schon für 7.000 oder 7.500 Euro. Da kriegst du ja ein vernünftiges Auto für. Sie können Chademo laden. Das ist so ein Lader, der langsam wohl aussterben wird, denke ich. Da bin ich mir noch nicht ganz sicher. Aber die meisten in Deutschland oder Europa produzierten Fahrzeuge, ebenso wie die amerikanischen, gehen auf CCS. Und, oder nutzen halt den Typ 2 Stecker. Und hier ist es halt ein alter Typ 1 Stecker oder eben Chademo. Und das ist natürlich jetzt ein Familienauto. Der Christian hat 4 Kinder und so sieht das natürlich auch aus. Deswegen kann ich euch das hier unten alles gar nicht zeigen. Hier ist Sandkiste. Aber es ist alles drin, was man braucht. Und das ist natürlich Serienqualität von einem Hersteller, der schon seit, ich glaube, auch 100 Jahre, ne? Nissan. Könnt ihr mal googeln oder mir das unten reinschreiben, wie lange es Nissan gibt. Damals habe ich mich mehr mit Nissan beschäftigt, als ich den Nissan GT-R 35 gefahren bin. Das war auch eine tolle Zeit und das war auch vorhin auch ein tolles Auto. Ja, reicht, ne? Wenn du jetzt nur am Tage, jeder Durchschnittsbürger fährt am Tag maximal, was waren es, 43 Kilometer, ne? Ich glaube, das war's. Oder waren es 34? Egal. Aber dafür reicht so ein Auto vollkommen aus. Gut, das Material ist typisch Japaner. Das ist wohl wie nur hier. Ist schön weich. Kann man machen. Das Armaturenbrett ist Hartplastik. Das geht natürlich gar nicht. Keinerlei aufgeschäumtes Zeugs drauf. Aber das hier ist ein bisschen weich. Das nicht. Hier ist ein bisschen Hochglanz lackiert. Und hier auch. Und so ist halt alles schmutzig im Moment. Aber darum geht es ja hier gar nicht im Moment. Kann man machen.
Ja, so sieht der Schlüssel aus. Auf zu. Vorne die Stromdose auf. Gucken wir uns nochmal an. Alufelgen. Oh, nicht mehr gerne. Das ist Chademo, Gleichstrom. Und das ist Typ 1 Wechselstrom. Kennt ihr den noch? Wahrscheinlich nicht. Der alte Tesla Roadsta hat Typ 1, der Fisker Karma hat Typ 1 und auch der Opel Ampera. Der erste dieser Hybrid, der hat auch Typ 1. Aber schlau gemacht. Was haben wir denn hier drunter überhaupt? Okay. Klima, ABS, 12 Volt Batterie, wichtig für das Onboard-System, Steuergerät, Inverter, Motor, Differential, Hochvoltkabel, Kühlwasser, alles drin, was ein Elektroauto so hat. Ja, man denkt ja immer, vorne ist nichts, ne? Aber natürlich ist hier was drin. Bei Tesla ist es nur, weil das Auto so groß ist, etwas weiter hinten zum Armaturenbrett hin. Deswegen ist hier vorne noch Platz für einen Frunk. Dafür ist das Auto hier aber zu klein. Ich finde das gut, aber es ist gewöhnungsbedürftig, das stimmt. Das Auto sieht aus wie ein Frosch, oder? Guck mal, findet ihr nicht? Sieht das nicht aus wie ein Frosch? So nach dem Motto, ich will gleich los, gleich hüpfe ich los. Das ist Geschmackssache, definitiv. Ich mag das Auto. Ich mag den leiden. Ich mochte den schon immer leiden. Aber ich konnte noch wirklich keinen dazu überreden, sich so ein Ding zu kaufen, weil sie ihn alle so hässlich finden. Kamera ist denn drin. Mehr braucht man eigentlich nicht, oder? Wenn ich jetzt ein normaler Pendler wäre, ganz im Ernst, normaler Pendler, würde mir so ein Ding vollkommen reichen. Weil Platz ist drin, das ist das Wichtigste. Ein paar technische Daten nochmal jetzt von Christian. Ja, also der Akku, der hier drin ist, hat 24 Kilowattstunden maximal. Ich glaube, nutzbar sind irgendwas um die 21, 22. Und der Elektromotor hat 80 Kilowatt Leistung. Und ich finde, der geht ganz gut. Also es ist nicht so wie der Tesla, aber immer noch besser als ein Verbrenner. Stimmt. Hier ist nochmal Größenvergleich. Nissan Leaf 1, kann man ja sagen, zum Tesla. Ist schon ein Unterschied, ne? Aber für eine Familie reicht so ein Ding, ne? Ja, für unsere nicht ganz. Nein, für eure nicht. Deswegen hast du ja ein neues Auto bestellt. Da gibt es ein neues Video auf deinem Kanal. Ja, genau. Du hast dir welches Auto bestellt? Ein Model Y, genau. Oder Model Y, wie manche sagen. Und ich habe jetzt in meinem Tesla hinten die zwei Kindersitze im Kofferraum. Aber da geht es halt nicht unendlich lange. Ich glaube, bis 1,45 Meter oder so. Mhm. Und ja, das Model Y kriegt ja 7 vernünftige Sitze. Du, Model Y ist absolut okay. Model Y, das ist das mit dem Wort Y. Kein Mensch benutzt das Wort. Ja, ich habe schon gelesen, dass da müsste man ja konsequenterweise auch Model 3 sagen, sagt aber auch keiner. Nö, Model 3 ist einfacher. Weil man es nicht aussprechen kann. Wir machen so, wie es am einfachsten ist. Model Y, Model 3, mir doch Lattenhagen. Muss gar nichts. Ich finde es einfach gut. Ja. Ja, schön. Jetzt gibt es Pizza.